Die meisten Raser innerhalb von Ortschaften fahren einen Ford. Das zeigt eine Umfrage des Allianz Direct Autoreport 2022. 1000 Autofahrer wurden unter anderem gefragt, ob sie sich an Tempolimits halten und um welche Geschwindigkeit sie das erlaubte Höchsttempo überschreiten. Das Ergebnis: 54% der Ford-Fahrer sind innerorts zu schnell unterwegs. Dahinter folgen Besitzer eines VW, 52%, und eines Skoda, 46%. Außerorts sieht es ähnlich aus. Hier stehen allerdings die Skoda-Fahrer mit 64% an der Spitze. Dahinter folgen die Ford-Fahrer, 60%, und die VW-Fahrer, 55%. Am seltensten meinen BMW-Fahrer, das Höchsttempo zu überschreiten. Innerorts 36% und außerorts 53%. Im Vergleich der Bundesländer sind Autofahrer aus Berlin, Hessen und Sachsen-Anhalt nach eigenen Angaben am häufigsten zu schnell unterwegs.